Willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute nicht jetzt ein Thema oder so, sondern es geht um verschiedene Dinge. Und zwar habe ich öfter mal unter meinem Video Kommentare von irgendwelchen Zuschauern. Das finde ich auch super gut. Also nicht nur wegen der Kommentare, weil das halt einfach eine schöne Kommunikation mit euch ist, sondern auch deswegen, weil ich da öfter mal nützliche Tipps bekomme, wo ich jetzt selber irgendwie aber auch manchmal nicht nachgesucht habe oder auch nicht drauf gekommen bin. In dem Fall von A.G. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist wahrscheinlich eine Abkürzung für deinen Namen. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar. Und zwar geht es in diesem Kommentar um diese lästige Meldung von dem Webradio. Wartet mal kurz. Ich schalte mal die Kamera um. Das kennt ihr ja sicherlich. Hier habt ihr so eine 1 und dann seht ihr hier Webradio nicht verfügbar. Das taucht halt immer wieder auf. Das könnt ihr hier ruhig löschen oder so. Das bringt euch nichts. Und da hat der Kommentator A.G. unter meinem Video mit der Parkscheibe, war das, mit dem Gadget, also mit der elektronischen Parkscheibe, die kennt ihr ja hier hinten, hat er mir gesagt, ja, warum quälst du dich eigentlich noch mal damit rum? Hat er recht? Warum macht man das? Ja, weil man einfach entweder sich nicht drum gekümmert hat, so wie ich, ganz ehrlich. Und es aber auch nicht wusste, ob man das abstellen kann. Also es hat mich wahrscheinlich wieder mal nicht doll genug gestört. Oder ich war irgendwie zu bequem oder was auch immer. Ist ja egal. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, ich soll hier ins Setup gehen und anschließend WLAN suchen. Das haben wir hier schon mal. Und dann soll ich im WLAN die WLAN-Suche deaktivieren. Ja, nach WLAN suchen. Wenn ich das deaktiviere, dann suche ich erst gar kein WLAN, weil das brauche ich ja sowieso nicht, ja. So hat er mir das gesagt und dann werde ich das los. Jetzt ist halt die Frage, was ich mich nämlich gerade frage, wo ich das sage, ist denn K2X dann noch da? Ja, doch, das bleibt aktiv. Okay, das hat ja auch nichts mit WLAN zu tun. Die Autos kommunizieren ja wahrscheinlich über das 4G-Netz. Also, das ist jetzt mein Thema. Das werde ich natürlich jetzt über einige Wochen werde ich das wahrscheinlich machen, dieses Video. Und dann kommt das halt irgendwann. Also so ein paar Sachen, die ich in den Kommentaren lese, wo ich denke, dass das einfach eine Info ist, die jeden was angeht. Also, das war Nummer 1 und Nummer 2 folgt jetzt sogleich. Ja, Nummer 2 ist auch gleich im Anschluss jetzt. Es ist folgendermaßen. Ich habe ja mal in einem Video, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, als ich nach Freiburg gefahren bin, also Roadtrip nach Freiburg, da habe ich mit Juicer geladen. Juicer, eine tolle Flat, also wirklich funktioniert auch gut, wenn man denn ja so ein bisschen seine Erfahrung da auch hat. Und da möchte ich euch eins weitergeben, was ich festgestellt habe an Ionity. Ihr werdet es vielleicht im Video gesehen haben oder eben auch nicht. Es haben auch ein paar Leute unter den Kommentaren gepostet. Und zwar ist es bei Juicer so, im Gegensatz zu Elva. Elva ist ja auch eine Flat. Da habe ich es immer gehabt, da konnte ich anstecken oder erst freischalten oder es war eigentlich völlig egal. Aber bei Juicer habe ich halt festgestellt, am besten ist es, erst freischalten. Also falls ihr die Juicer Flat jetzt gebucht habt und ihr wollt jetzt demnächst auf Reisen gehen, erst die Ladesäule raussuchen und lange drücken zum Freischalten oder eben den QR-Code scannen. Und sobald Zahlung akzeptiert, dann erst den Stecker stecken. Das habe ich nämlich auf der Rückreise gemacht und festgestellt, dass es dann immer funktioniert hat. Auf der Hinreise hatte ich halt zweimal irgendwie Probleme. Ich habe aber immer erst den Stecker reingesteckt. Und ich weiß zwar nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe auch hier zu Hause, weil die Juicer Flat hatte ich ja noch den ganzen Monat an den Ladesäulen hier in der Nähe, auch immer zuerst freigeschaltet. Und das hat echt immer funktioniert. Also ich gehe davon aus, das ist wirklich ein Tipp. Und ja, macht's einfach so. Steckt nicht erst an, sondern schaltet erst mit Juicer frei. Und dann sollte es immer funktionieren. Macht ihr andere Erfahrungen? Schreibt es gern unter die Kommentare und ich werde dann einfach darüber nochmal informieren für alle anderen. Ja, was ich euch auch noch gerne als Info geben möchte, ist zusätzlich zu diesem Update 2.3, der Langzeitverbrauch wird wieder mal leider, finde ich nicht so gut, auf Null gesetzt. Also ihr seht hier, ich habe hier 601 Kilometer, 13 Stunden 22.
13 Stunden 22, okay, ja, gut, Stadtverkehr und so, ne? Gut, aber 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Schade, ich wollte euch eigentlich nämlich als Info meinen Langzeitverbrauch nach etwas über einem Jahr zeigen, wo ich dann halt zweimal Herbst habe und einmal Sommer. Und ja, das kann ich jetzt leider nicht, aber ich kann euch zumindest die Info geben, dass bei dem Update 2.3 noch etwas passiert ist, und zwar der Langzeitverbrauch ist komischerweise wieder resettet worden. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist. Ja, es gibt halt noch eine Info, leider auch keine gute Nachricht, möchte ich mal sagen, wobei ich das Ganze gerechtfertigt finde. A Better Route Planner, das kennt ihr sicherlich alle, habe ich euch vorgestellt, gibt es jetzt auch beim Android Auto. Hier habe ich es. Allerdings habe ich euch das damals gezeigt. Es war noch nicht ganz so gut. Es war in der Beta-Phase. Es hat sich mittlerweile wohl verbessert, wie ich gehört und gesehen habe. Allerdings gibt es jetzt eine Nachricht, dass dieses Feature halt eine Premium-Mitgliedschaft benötigt. Also das kritisiere ich nicht. A Better Route Planner ist ein super, super Tool. Kann ich jedem empfehlen, auch zu benutzen. Aber ihr könnt halt das auf dem Android-Auto nur benutzen, wenn ihr Premium-Kunde seid. Und das ist natürlich kostenpflichtig. Wie gesagt, ich kritisiere das nicht, das ist gerechtfertigt. Die App ist toll, die App ist gut. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen sehr praktisch, das direkt auf dem Android-Auto zu benutzen. Ich selber benutze halt, das wisst ihr ja von meinen Langstreckenvideos, benutze immer Google Maps, weil das einfach für mich das allerbeste ist. Such mir vorher bei A Better Route Planner, also wie gesagt, ich benutze es auch, ihr seht es, ich suche mir vorher bei A Better Route Planner halt die Ladestation raus, die ich benutzen möchte oder anfahren möchte, und dementsprechend mache ich das dann auf Google Maps, Android Auto, und fahre damit. Also ja, wenn ihr es benutzen wollt, ist es gut. Ich kann es schon empfehlen. Und wenn ihr Lust habt, das auf Android Auto direkt zu benutzen, also praktisch die Fahrt zu planen und gleich auch hier zu navigieren, dann müsst ihr halt Premium-Kunde sein. Die letzte Info, die ich euch auch nicht vorenthalten will, die meisten werden es schon gemerkt haben, aber ich habe ja berichtet über Juicer und deswegen fühle ich mich auch verpflichtet, da nochmal ein Update zu geben. Und zwar hatte ich euch damals ein Video gemacht, wo es Juicer Flatrates gab. Die gibt es auch immer noch. Und zwar einmal gab es für 49 Euro die Juicer Flat für AC-Laden. Und dann gab es nämlich für 69 Euro, die gibt es jetzt nicht mehr, für 69 Euro eine Juicer Flat DC-Laden. Und natürlich die 99 Euro Flat für DC und AC-Laden. Ja, wie gesagt, also die Info ist, dass die Flat für 69 Euro nur für DC-Laden weggefallen ist. Die Begründung von Juicer ist, dass das zu wenig gebucht wurde. Gut, das kann jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Warum sollten sie das kommunizieren, wenn das nicht so wäre? Ja, deswegen ist das weggefallen. Also es gibt immer noch die Flat für 49 AC und für 99 DC-Laden. Ja. Das war's auch schon von meinem Video. Ich sag's mal so, bis nächsten Sonntag. Danke auch an die ganzen neuen Abonnenten und natürlich auch an die alten Abonnenten. Danke für eure Kommentare, für eure zahlreiche Teilnahme bei mir hier an den Videos. Und ja, ich bin auf einem guten Weg in Richtung 1000. Ja, ich bin jetzt über 800. Vielleicht hat der eine oder andere noch Lust, mir ein Abo dazulassen. Das wäre sehr schön, oder einen Daumen hoch. Ansonsten einen schönen Sonntag noch. Bis nächste Woche.